Ja, servus, hier ist KWH Sportwetten. Ich möchte gern meinen Tipp mit euch präsentieren fürs Wochenende. Länderspiele lasse ich meistens überwiegend aus. Aber ich habe hier ein Spiel gefunden, was ich richtig gut finde. Das ist zwischen Türkei und Norwegen. Die Quote ist auch nochmal extrem gestiegen. Ich habe die gespielt für 2,25 und jetzt ist sie bei 2,4. Ich habe schon recherchiert, warum die eigentlich so gestiegen ist, aber ich habe irgendwie nichts gefunden. Ich gehe hier auf den Sieg von der Türkei zu einer 2,4. Die Türken haben ja einen neuen Trainer mit dem Stefan Kuntz. Und nach der 6-0-Blamage beim letzten Spiel in Holland oder bei den Niederlanden sind sie ordentlich unter die Räder gekommen und ich glaube jetzt durch einen neuen Trainer, durch den Stefan Kuntz, werden die jetzt alles raushauen. Und die müssen auf jeden Fall ja nicht unbedingt gewinnen, aber dürfen sich jetzt keine Ausrutscher mehr erlauben, wenn sie bei der WM dabei sein wollen. Und bei Norwegen fällt ja Sørloth und Haaland, die fallen ja beide aus, also die beiden treffsichersten. Und deswegen finde ich auf jeden Fall die Quote von 2,4 richtig gut. Und damit, genau, war es mit meiner Analyse. Das war eigentlich der Tipp. Wie gesagt, Türkei, Norwegen, Sieg Türkei. In diesem Sinne, schönes Wochenende, viel Erfolg und genau, wie immer, richtig gute Gewinne. Ciao.